Ampelanlagen, die erneuert werden, sorgen vielleicht für Verzögerungen. Zum einen auf der Altmannsdorfer Straße bei der Sagena-Gasse. Da wird der Verkehr händisch geregelt. Das Ganze noch bis 16 Uhr. Und auf der Triesterstraße statt Einlass wird die Ampellage bei der Kreuzung mit der Computerstraße ebenfalls erneuert. Eine Fahrspur ist gesperrt. Rechnen Sie mit Verzögerungen. Das Ganze bis übermorgen ebenfalls um